Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 25. Juni 2019. Die alte Mayas und das war ein Hochkultur haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns fremdartig klingt, möchte ich näher bringen. Bei diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeuten Töne, Schwingungen, Frequenzen. Ein Ton dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalendersystem die 7-Tage-Wochen. Die Zahl 20 und die Zahl 13 war die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns gerade in 16. Welle in diesem Kalender. Das hat gestern begonnen und dauert bis 6. Juli 2019. Diese Welle repräsentiert hier Kib. Und Kib bedeutet übersetzt Eule. Und in diesem Zeit bis abschließend 6. Juli 2019 ist die Welle des Wissens, die Welle des Verzeihens, regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkel zu sehen und dort die Weisheit erlangen, in die Tiefe schauen. Alten Schmerz werden wir loslassen. Das ist die Zeit der Befreiung und des inneren Wachstums. Heute ist der zweite Tag dieser 16. Welle und die Zahl 2 wurde so gezeichnet wie 2 Punkte. Die Zahl 2 bedeutet bei den Mayas Polarität, Beziehung, inneres Gleichgewicht, Verbindungen, das kann auch ein Vertrag bedeuten, etwas ausgleichen, vergleichen oder ausbalancieren. Die heutige Tagesenergie ist Kaban, hier dieses Bild ist das Symbol dafür, und Kaban bedeutet übersetzt Erde oder Weihrauch, Verbindung zum Göttlichen, aber die aufsteigenden Erdkraft. Ich könnte sagen, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wissen, das ist auch unsere Intuition, aber auch unsere Herzensweisheit. Diese Kaban hütet den menschlichen Gehirn und vermittelt natürlich auch das Bewusste, auch das Denken unserer Intelligenz, aber in Verbindung zu unserer Intuition. Die heutige Krafttier ist Wal. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.